Hallo meine lieben Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Part von The Legend of Zelda Breath of the Wild. Ich muss euch leider mitteilen, das habt ihr euch bestimmt auch schon gefragt seit den letzten Parts, warum denn kein Wildtitan Warmedo Inhalt da ist. Beziehungsweise, ich werde zu diesem Zeitpunkt wahrscheinlich mit diesem Part zusammen irgendein random Video aus dem Internet in hochgeladen haben, was stumm ist. Auf HD gerendert, wo ihr den Kampf gegen den Wind Boss Warmedo seht. Gegen den Windfluch Garnons. Ist das denn ernst? Fehlt, ich will die haben. Ich lade das mit diesem Part hoch. Hier sind so viele Wölfe. Wo ist jetzt die Fee, die hier eben war? Lost. Egal. Betrug! Auf jeden Fall. Ich werde das dem Video mit beifügen. Es tut mir wirklich sehr, sehr leid. Das hat auch alles leider einen Grund. Und zwar habe ich das alles... Ich habe einen riesen Teil meines Videomaterials auf eine Festplatte geschoben und dachte, das wäre drauf. Es gab damals eine Meldung, dass ich alles da wäre. Ich habe aber eigentlich alles kontrolliert. Ja, da fehlen einige Folgen, besonders die Folge, wo wir den Windtitan erkunden und auch wo wir den Boss besiegen, den wir übrigens mit drei antiken Pfeilen niedergesteckt haben. Sag ich euch beim nächsten Titan auf jeden Fall, dass es sehr einfach sein kann. Wenn ihr es so macht. Und ja. Macht mich alles auch so ein bisschen fertig, muss ich sagen. Zudem, zudem wollte ich gerade mal einen Rimpom-Versuch machen. Habe ich Resident Evil 2 für euch aufgenommen. Leider werdet ihr davon jetzt so schnell nichts sehen, weil ich alles löschen musste. Ja, eigentlich hätte ich das nochmal nachspielen können, ich weiß. Weil bis Folge 8 war, ab Folge 8 war alles okay. Jedoch, ja, fehlte mir da die Motivation so ein bisschen und ich werde von vorne anfangen. Wahrscheinlich auch erstmal mit Resident Evil 3 als mit 2, weil, ja. Ich habe mir so viel Mühe gegeben beim LP, verschiebe die Daten dann auf die Festplatte, um festzustellen, dass nicht alles vollständig ist. Da war genügend Speicherplatz drauf. Ich habe es geprüft. Ich habe es geprüft. Das war ein fehlgeschlagener Bomb. Und trotzdem fehlte was. Warum kam damals übrigens auch die Meldung? Da war erstens genügend Speicherplatz, dann kam auch die Meldung, es passt nicht alles drauf, ist so groß, wo ist das so groß? Also, ganz ehrlich, wir haben irgendwas mit 100 GB darauf laden wollen, 70, und das Ding hat ja 150 GB. Also, genügend Speicher. Maximal 100 GB wollten wir darauf laden, maximal, das war weniger. Und das Ding hat ja 150 GB freien Speicherplatz. Also das kann nicht wahr sein. Leute, ich mach das kaputt gerade. Wirklich. Ich weiß nicht, wann die Folge rauskommt, aber safe heute, wo ich es ausnehme, ist dieser Blödsinn passiert. Wie dem auch sei, ich wollte euch hier nicht länger weiter bequatschen mit dem, was mir widerfahren ist. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Kampf gegen den Windfluch Garnon und wir sehen uns dann in der nächsten Folge, Part 38 wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal, denn das bleibt unkommentiert.
pass auf dich auf, hörst du? Mach nicht den Fehler, den ich vor 100 Jahren gemacht habe. Damals hat diese Ausgeburt Ganons mich erwischt. Ich kann nicht fassen, dass ich das sage, aber... Räche mich, Link! Sei vorsichtig! Sehr treffsicher. Dich aus dem Hinterhalt angreifen. Pass auf! Das hat sich ja wehgetan. Thank you.
Sei vorsichtiger! Oh, du hast ihn wirklich besiegt? Angeber. Aber gut, immerhin hast du meine Seele damit befreit und Medo ist auch wieder in unserer Hand. Nicht schlecht für deine Verhältnisse. Als Belohnung werde ich dir meine vollendetste Kunst schenken, die Kraft Aufwinde entstehen zu lassen. Ihr Name lautet Revalis Sturm! Für meinen Teil werde Medo in Gang setzen und den Angriff auf Garnon vorbereiten. Wenn du dann in Schloss Hyrule mit ihm kämpfst, kannst du auf unsere Hilfe zählen. Ich hoffe, du weißt das zu schätzen. Na los, dann geh schon. Gib doch noch ein paar Sachen zu tun, oder? Die Prinzessin. Sie wartet schon ein ganzes Weilchen auf dich.
Medo. Das Ziel haben wir erfasst. Wir müssen Ganon mit Adleraugen im Blick behalten. Wenn Link gegen ihn kämpft, kriegt er dann eine gewaltige Ladung ab. Ich hoffe, du hältst bis dahin durch. Naja, 100 Jahre haben wir ja schon zusammen gewartet. Das schaffen wir den Rest auch noch. So langsam muss ich wohl zugeben, dass er gar nicht schlecht ist. Er hat es in diesen Titanen geschafft, dabei kann er nicht einmal fliegen. Er hat vollbracht, woran ich gescheitert bin. Er ist von uns beiden der Stärkere. Link, du bist der Schlüssel, du warst es immer.
Oh. Ha. Ha. Hit!